Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Can you hear me now? Can you hear me now? Hallo Kate, okay. Can you hear me? Okay. Hallo Chris, okay. Can you hear me? Ja, nach 20 Sekunden schon ein Feuerwerk der guten Laune hier. Guten Tag, hallo. Hallo. Genau. Kann man bitte jemand sich auf Mute schalten, wenn er nicht dran ist? Ja, und andere Gags aus den stattfindenden Corona-Internet-Meetings. Ja, wir haben ein paar Filme zu besprechen. Unsere Home-Sneak, Corona-Sneak war diesmal A Rainy Day in New York, haben wir über Kino on Demand geschaut, der neue Film von Woody Allen. Und in diesem Film dreht sich es natürlich wieder um New York, die Lieblingsstadt von Woody Allen, wo er immer als Romantiker da unterwegs ist, mit seinen ganzen Phobien und so. Und in diesem Film spielt er aber selber nicht mit, sondern er hat ein alter Ego gefunden, was er da reinsetzt, quasi die jüngere Version von sich selbst, so von Haaren her und vom Habitus her, soll zumindest der Schauspieler Timothy Chalamet sein. Elle Fanning spielt auch noch mit, Selena Gomez, Jude Law, weiß nicht, wer noch alles da, hier der Liev Schreiber. Und es geht darum, dass der Student Gatsby Wells, wird nur genannt Gatsby, gespielt von Timothy Chalamet, und seine Freundin, die er auf dem Campus da kennengelernt hat, die kommt aus sehr, sehr gutem Hause, hat auch eine gute Partie gemacht, wie so schön heißt. Der Vater und die Eltern, die haben irgendwie so Banken in Phoenix, in Arizona irgendwo. In Tucson. Tucson, ja, noch schlimmer. in Tucson, Arizona. Und denen geht es soweit ganz gut. Und ja, und die Freundin, gespielt von Elle Fanning, die Ashley, die schreibt für ein Studentenmagazin oder Unimagazin und macht dort so ein bisschen Kulturredaktion und bekommt die Möglichkeit, einen bekannten Regisseur zu interviewen, der heißt Roland Pollard, gespielt von Liev Schreiber. Und das Interview findet aber nicht in Phoenix statt, sondern in New York. Und was liegt da näher, als dass sie mit ihrem Freund, der ja aus New York kommt, da irgendwie einen schönen Tag verbringt. Also das Interview geht ja irgendwie eine gewisse Zeit und danach hat man noch ein bisschen Zeit. Und wenn der sich auskennt, dann kann man ja da schön Party machen und schön weggehen und Museum und sonst was alles, ne? So haben die sich das gedacht und als sie dann in New York ankommen, sind sie auch im Hotel erstmal und ein richtig schönes Hotel, Blick auf den Central Park, begeben sich dann zu dem Hotel, wo das Interview stattfinden soll oder wo das Interview stattfindet, kann man sagen, es findet ja statt. Und da will er sie dann erstmal absetzen, damit sie in Ruhe ihr Interview machen kann. Er brieft sie dann vorher überhaupt erstmal, weil er kennt sich offensichtlich in diesen Film- und Kulturthemen viel besser aus als sie. Und sie ist sehr, sehr nervös und sehr, sehr schüchtern auch am Anfang in dem Gespräch, weil sie so ein bisschen starstruck, also sie trifft da nun ihren Lieblingsregisseur, kann man fast sagen. Sie mag da einige Filme von ihm. Und ja, und der Regisseur offenbart ja dann auch in dem Interview relativ schnell, dass er mit seinem aktuellen Film sehr, sehr unzufrieden ist und bietet ihr auch an, dass sie zu dem Screening mitkommt, weil dann irgendwie so die Zeit schon vorangeschritten ist für das Interview. Sagt er, ja, komm doch mit zu dem Screening, dann gucken sie zusammen den Film. Und er kann das kaum ertragen, diesen Film, weil er den so schlecht findet und haut aus diesem Screening ab. Und der Drehbuchautor, gespielt von Jude Law, sagt dann so, oh ja, wir müssen ihn unbedingt aufhalten, weil sonst gibt er sich wieder dem Alkohol hin und das nimmt dann kein gutes Ende. Und sie läuft ihm halt nach und sie erwischen ihn aber nicht mehr und sie kommt dann in die Hände von Jude Law, der sie mitnimmt im Auto. Und dann kommen noch andere Enthüllungen, die ich jetzt nicht spoilern will. Die Parallelgeschichte ist eben mit ihrem Freund Gatsby, der durch New York tingelt, einige alte Freunde wieder trifft und versucht, seiner Familie aus dem Weg zu gehen. Denn seine Familie ist zumindest, wie er es denkt, so von alten New Yorker Geldadel.
Und seine Mutter schmeißt irgendwie jedes Jahr zur selben Zeit so eine Art Benefiz oder so eine Gala, wo irgendwie alle eingeladen werden. Und das versucht er natürlich aus dem Weg zu gehen. Also er hat ja gar nicht gesagt, dass er da ist. Er muss natürlich auch vermeiden, irgendwelche anderen Verwandten irgendwo zu treffen, dass er vielleicht dann doch damit hin muss zu dieser Gala. Und er trifft dann einige Leute aus seiner Vergangenheit wieder. Und ich will da auch nicht zu viel verraten, denn es ist ja typisch Woody Allen, dass es dann ganz wirre Wendungen annimmt und Sachen, die man gar nicht irgendwie so auf dem Schirm hat oder gar nicht vorhersehen kann, teilweise auch. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal hier aufhören. Also es ist halt, wie der Filmtitel auch sagt, a rainy day in New York, denn es regnet auch mal ein bisschen. Es ist nicht nur schönes Wetter dort. So, wer hatte den eigentlich angeschleppt, muss ich jetzt mal sagen. Ich glaube, die Kate war es. Der Chris war es. Dann darf der Chris mal sagen, wie ihr den fandet. Okay. Das war ja eine Sneak, ja. Gut, dass man nicht. Oh, Bitch. Gut, dass man nicht keinen Einfluss drauf hat, was da kommt. Ich muss mich da, glaube ich, erst ein bisschen sammeln. Also, der Film, es war. Für mich teilweise erschreckend, dieser Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Also abgesehen davon, dass er fürchterlich belanglos war und belanglos ist, streckenweise, finde ich das Bild von der Frau, wo da transportiert wird, finde ich absolut daneben. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Elle Fanning spielt... Also sie spielt das ja ganz nett und alles, aber das ist so unsäglich, das absolut kleine, mega dumme Blondchen, das dann noch hin und her gereicht wird fast am Ende. Und die kriegt ja überhaupt nichts wirklich gebacken, das ist ja schon echt krass. Dann die Frau von Jude Law, wer war's, Lily? Kann das sein? Die Frau. Also, die hat mir nur kurz, ja, weil kurz gesehen, sie ja. Geht ja fremd und das ist auch verrat ganz, nicht alles, ganz schlimm. Ich extra nicht verraten. Ja, entschuldige, das muss ich in dem Fall, glaube ich, mal wirklich mal machen, weil die geht fremd. Das heißt, scheißegal, was er schon alles gemacht hat und was bei ihm ablief und blablablub, aber die Frau geht fremd. Also dieses ganze Frauenbild ganz, ganz schlimm und dann tritt da Selena Gomez in Erscheinung, die eine unglaublich coole Rolle hatte, wie ich fand, und das auch unglaublich gut verkörpert hat. Also ich bin ja jetzt nicht wirklich der größte Fan von Selena Gomez, aber in dem Film jetzt hat sie bei mir richtig Punkte gesammelt, weil ich fand sie cool, ich fand sie sehr, sehr abgeklärt, ich fand sie sehr, sehr direkt und alles und hat ganz arg viel von diesem Tussi-Gedöns, in der Schublade, sie leider bei mir steckte, da schon gelegt und ablegen können, und das war für mich der einzige Lichtblick. Alles andere fand ich so ein bisschen dieses Darstellen, wie dieses Gewerbe eventuell funktioniert, zu dem eben auch Woody Allen gehört. Ich habe während dem Film auch nachgelesen, noch ein paar Infos zu dem Film, und zwar hätte der ja auf Amazon Prime erscheinen sollen, aber durch die MeToo-Bewegung und dass da Woody Allen auch mit drin war und was weiß ich was alles, hat Amazon den Deal mit Woody Allen einfach gecancelt, woraufhin dann der Film jetzt quasi on demand erst kommt. Also nach Europa kam er, glaube ich, noch ins Kino, aber dann auch nicht weiter. Also da steckt so viel drin. Und wenn man dann auch noch das mit dem Hintergrund hat, dass es an MeToo mit dran hing, an dieser Bewegung, und dann das Frauenbild sieht, das dort transportiert wird, da wird es einem schon ein bisschen schlecht. Mit Ausnahme von Selena Gomez, und das fand ich dann sehr, sehr schade. Ich fand Jude Law völlig verschenkt in der Rolle. Muss ich auch noch dazu sagen. Also der hätte ich mir echt ein bisschen mehr gewünscht, aber das war einfach nur Panne. Liev Schreiber war, ja, ganz cool. Ach, und wie ist der Typ von Star Wars Rogue One hier? Wen meinst du jetzt? Na hier, der da den Spanier spielt, der, weißt du, der war doch von Star Wars. Ach Gott, ja, ja. Um der Gottes Himmels Willen, den habe ich schon völlig verdrängt. Den Francisco Vega. Ja, Diego Luna. Francisco Vega. Ja, genau. Diego Luna auch. Ja, das war auch schon. Das war auch so eine völlig unwürdige Szene irgendwie alles. Und alles mit dem. Also ich fand einfach so vieles so
ganz schlimm daneben irgendwie. Ohne dass der Film jetzt groß auf die Kacke haut oder jemandem vielleicht auch wehtun möchte oder so, weil er halt auch so belanglos vor sich hin plätschert. Aber trotzdem, wie gesagt, das Frauenbild, was transportiert wird, gefällt mir gar nicht. Selena Gomez, top, 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 top. Kann ich nicht anders sagen. Der Rest, flop, 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 flop. Ich glaube ja, dass Woody Allen, der hat das auch so ein bisschen sein eigenes Leben da, dieser Regisseur und so, der hatte schon auch ein paar Züge von ihm mit, glaube ich. Und dass er da so eine Muse braucht, ich meine, das ist ja nur auch bekannt, dass Woody Allen immer, je nachdem in welcher Phase er seines Schaffens, hat er auch Musen gehabt. Es war ja lange Zeit Scarlett Johansson, mit der ja Matchpoint und ja. Vicky Cristina Barcelona und so weiter. Ja. Ja, aber das ist ja auch wieder genau das so. Oh, komm mit mir nach Frankreich. Und Scoop. Und dann kannst du den ganzen Tag Orangenblüten riechen. Und du dienst nur als meine Muse. Aber komm mit mir nach Frankreich. Und ja, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann riech doch Orangenblüten. Ey, was? Also ich habe echt gedacht, so, bitte was? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, Leute. Hey, das macht doch so ein Fass hier nicht auf. Ja, und ist gar nicht so eine Scheiße da. Also, ja. Ich fand die Szenen, wo die Ashley, wo die sich betrinkt oder so, wo die dann so aus sich rausgeht, fand ich sehr schlecht. Die war schlecht gespielt. Und vor allem, sie war ja dann relativ danach wieder sehr klar und dann wieder irgendwie war sie wieder besoffen. Irgendwie war das irgendwie komisch. Ja, und oh, ich habe viel zu viel getrunken und zu viel geraucht, zu viel Gras. Haha, aber jetzt bin ich total müde und jetzt möchte ich eigentlich nicht mehr drüber reden am nächsten Morgen. Oh, ich habe fast nicht geschlafen. Hä? Aber ja. Jetzt mal sehen, wie es Kate fand. Mal gucken. Langweilig. Ich möchte diesen Film mit einem Wort zusammenfassen. Dieses Wort ist langweilig. Belanglos trifft es auch, wie der Chris jetzt gesagt hat, aber ich fand den einfach langweilig. Es hat mir überhaupt nichts gegeben. Ich fand es weder spannend noch interessant. Ich fand Elle Fannings Rolle ganz grausam. Also dieses blonde Dummchen, was einfach nicht checkt, ja, und von allen Seiten immer irgendwelche Bestätigung braucht, dass sie das, was sie macht, ganz gut macht. Ganz, 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 ganz schlimm. Wen ich gut fand, war auch Selena Gomez und den Jungen, der Gatsby gespielt hat. Wobei ich auch da diese verträumte Romantik aus alter Zeit für so einen jungen Charakter echt anstrengend fand. Aber er war gut gespielt. Selena Gomez, ohne Frage, die Beste im Film. Auch schauspielerisch, als auch vom Charakter, den sie spielt. Ansonsten ganz, ganz schwer. Ich hatte den Ausschaltimpuls und ich habe mehrfach einfach nur auf mein Handy gestarrt. Ich wirklich, meiner Meinung nach, war ein komplett unnötiger Film. Ja, komplett unnötig fand ich ihn jetzt nicht. Ich fand schön halt zu sehen, ja, wie zumindest versucht wurde, dass Woody Allen wieder einen Woody Allen-Film macht, obwohl er selber ja nicht mitspielt. Hat mich eher, also ich kenne ja wirklich fast sein ganzes Werk. Ich habe ja zuletzt den Midnight in Paris, danach kam irgendwie noch Blue Jasmine oder so, Magic in Moonlight. Den Midnight in Paris war, glaube ich, der letzte, den ich sehr mochte. Und alles, was so danach kam, war irgendwie so, naja, ich weiß auch nicht. Und ja, es wird halt irgendwie versucht, so ein bisschen an alte Zeiten wieder anzuknüpfen, aber irgendwie so richtig funktioniert es halt nicht und wahrscheinlich auch, vielleicht sollte er nicht versuchen, sich selbst in diesem Film reinzuschreiben, das, was er eben versucht hat mit diesem verträumten Typ, der da lieber Bücher liest und lieber in Jazzbars geht und das alte New York zu schätzen weiß und sowas. Also man sieht ja schon deutliche Parallelen zu Woody Allen selbst, ja. Vielleicht hätte er eher versuchen sollen, irgendwie eine andere Story darum zu schreiben. Ja, 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 wobei, wie gesagt, wenn das da um Woody Allen selbst geht, dann ist er in seinem Leben hauptsächlich Frauen begegnet, die entweder blond und dumm sind, fremdgehen oder aus dem horizontalen Gewerbe kommen. Man weiß es jetzt nicht, könnte natürlich sein. Ja. Also wie gesagt, katastrophales Frauenbild. Ja.
Selena Gomez hat aber echt, hat mir auch gut gefallen. Sie hat, wie ist das zuletzt? Spring Break, aus dem wir dann einen Sneak hatten. Boah, furchtbar. Ja. Und ja, also ich fand den Kamera. Dead Don't Die hat es auch mitgespielt. Kann man schon gucken. Ich fand ihn auch schön gedreht und so. Er war halt melancholisch. Ja, das, ja, ich mag aber halt diese Woody Allen-Filme und die haben ja alle immer so eine ähnliche Stimmung, aber ich finde, das ist also bei Weitem entfernt von seinen guten Filmen. Also wenn ich mal ein paar gute Filme von und mit ihm empfehlen darf, wäre zum Beispiel der eben angesprochene Matchpoint oder so, den fand ich. Ja, Matchpoint ist super. Ganz gut. Oder Harry außer sich, den habe ich auch einige Male gesehen. Den fand ich auch sehr gut. Dann hatten wir, glaube ich, in der Sneak Preview damals, wie hieß der? Im Band des Jahres Skorpions, genau. Ja, hatten wir in der Sneak. Fand ich auch sehr gut, so eine kleine Gangstergeschichte. Ja, aber hier weit entfernt von altem Glanz, dieser Film. Und deswegen gebe ich 6 von 10 und stehe damit noch am besten da von unseren Wertungen. Was habt ihr, Chris? Ich habe ihm 3 Punkte gegeben und den dritten Punkt, also wie gesagt, einfach weil ich fand ihn einfach langweilig auch so schreckenweise, aber dann halt das Erschreckende, das Frauenbild, deswegen, damit gehe ich echt nicht d'accord. Und den einen Extrapunkt gab es für Selena Gomez, die echt gut war, deswegen 3 Punkte. Und Kate? Ich gebe ihm 4 Punkte. Ja. Mehr ist für mich nicht drin. So, da ist ja jetzt alles dabei gewesen. Jetzt wissen die Hörer gar nicht, was sie machen sollen. Ob sie die noch gucken sollen oder nicht. Aber das müsst ihr letzten Endes selbst entscheiden. Den gibt es auf jeden Fall auf Kino on Demand und wahrscheinlich demnächst auf den anderen Streaming-Plattformen auch zum Schauen oder auf Blu-ray oder so. Wie lautet denn der Sneak-Tipp für die nächste Woche, Chris? Der Sneak-Tipp für die nächste Woche. Wenn wir etwas Glück haben, ist es die letzte Heimsneak. Das schon mal als vorneweg. Ja, ich sag ja, wenn es ganz gut läuft. Also Innenstadtkinos machen ja nächste Woche wieder auf. Und die starten im Metropol. Und wenn man relativ logisch denkt, wissen wir alle, okay, Metropol ist unser Sneak-Kino. Und was liegt denn da näher, als wenn man eh schon ein bisschen versucht, Alltag wieder einkehren zu lassen, dass man dann auch sagt, hey, haha, nehmen wir doch auch die Sneak wieder ins Programm. Deswegen, ich fände es ganz cool. Werden sie wahrscheinlich dann vielleicht die in 2 Sälen parallel laufen lassen, damit du da die Abstände hast zwischen den Reihen und so? Weil damit ja, keine Gäste Ahnung, das wird sich jetzt noch zeigen. Also das wird sehr, sehr spannend. Ich bin da tatsächlich auch in Kontakt mit dem Kino. Mal gucken. Aber ansonsten, für die nächste Woche würde ich tatsächlich dann einen Film nehmen, den es jetzt on demand auch gibt, der kurz vorher in Dingsen lief, im Kino lief, aber auch nur relativ kurz. Und zwar, okay, wir haben es doch nochmal geändert. Ja, also, wollen wir den anderen nehmen? Ich weiß nicht. Ja, nee, dann nehmen wir den. Dann nehmen wir einen, der auf Netflix läuft. Ich mache hier voll die Ansage schon, aber ist egal. Dann nehmen wir einen Film, der am 5.6. in Netflix startet. Und zwar The Last Days of American Crime. Wäre dann unsere Heimsneak Nummer 10. Also brandneu sozusagen. Kommt erst raus. Ja, ganz brandneu. Also wirklich Sneak, keiner weiß was. Ja. Okay, dann sind wir da mal gespannt, was uns da so erwartet. Und könnt ihr als Hausaufgabe den Film schon mal gucken, liebe Hörer. Dann seid ihr dann auch mit im Boot, wenn wir dann drüber sprechen. So. Und jetzt schauen wir mal, was wir noch so geguckt haben. Heimkino. Kate hatte letztens nämlich einen Film geschaut. Der hat gleich bei mir, wo sie es gesagt hat, hat gleich wieder was getriggert. Den hatte ich vor einiger Zeit nämlich schon gesehen, fand ich sehr gut. Und ich hatte nachgeschaut. Ich hatte da auch noch nicht drüber geredet im Kinocast. Echt nicht? Nee. Welcher ist das? Okay, krass. Ja, das war auch. Und zwar Hotel Mumbai. Ist ein, ich weiß gar nicht, wann kam denn der raus? Ich muss mal kurz gucken. Das ist schon 1-2 Jahre her oder so. Weil ich das ist schon ein bisschen her, ne? Genau. Nee, stimmt gar nicht. So alt ist es noch gar nicht. Das ist auf DVD. Also der kam am 25. Oktober 2019 auf DVD raus und lief vor kurzem auf Sky. In Hotel Mumbai geht es um den terroristischen Anschlag in der Metropole Mumbai, der am 26. November 2008 verübt wurde, also aufgrund wahrer Ereignisse. Da fand ein koordinierter Anschlag statt,
Der dann in dem Luxushotel, also in dem größten Luxushotel, quasi den größten Austragungspunkt hatte und dann auch dort irgendwann zu Ende ging. Hauptdarsteller ist unter anderem Dev Patel, der einen jungen Kellner spielt, der dort arbeitet. Ja, im Endeffekt ist es so, dass diese Attentäter verüben zwei Anschläge und flüchten dann gemeinsam in das Hotel, verbarrikadieren sich und nehmen dort mehrere Menschen in Geisel und töten auch alle, die ihnen quasi sonst so über den Weg laufen. Ziemlich viele Bewohner können sich aufgrund der Hilfe des Hotelpersonals auch selber verbarrikadieren und versuchen, einen Weg nach draußen zu finden, während halt die Attentäter versuchen, nicht von der Polizei erwischt zu werden. Das Problem in Mumbai war allerdings, dass die halt nur so eine normale Straßenpolizei hatten. Die haben jetzt kein Einsatzkommando, das sie rufen können, und wenn, muss das aus einer anderen Stadt erfolgen, und da müssen die erstmal herfahren für. Also es war alles nicht ganz so einfach. Und das wird halt in diesem Film jetzt erzählt, und ich finde, es wird sehr, sehr krass und bildgewaltig erzählt. Es ist spannend von der ersten Sekunde an. Man fiebert richtig mit den Hauptdarstellern mit, vor allem mit Dev Patel. Es ist erschreckend, dass das tatsächlich passiert ist. Ja, und ja, also ich kann immer schlecht sagen, dass ein Film gut ist, der auf solchen Tatsachen beruht, aber er ist es. Er ist einfach gut gemacht, dieser Film. Spannend erzählt, tolle Darsteller und wie gesagt, spannend von Anfang bis zu Ende. Ja, vielleicht noch ein paar Sachen. Also es gab insgesamt 12 Attacken in der Stadt. Also es war 12. ungefähr so wie damals in Paris. Was war ja ein paar Jahre später war, wo dann wirklich ja die Bombeneinschläge im Stadion waren, und dann sind da die marodierenden Horden dann durch die Stadt gezogen, haben irgendwelche Cafés irgendwelche Leute erschossen. So war es hier ungefähr auch, also bloß hier umgedreht. Sie haben zuerst in irgendwelche Straßen oder solche Cafés und Geschäfte so einfach mal mit Kalaschnikows reingemäht und sowas in Reihen, haben dann wirklich die noch halbwegs geatmet haben, wirklich noch aus nächster Nähe hingerichtet, und dann zieht sich halt diese Schlinge immer weiter zu in Richtung von diesem Hotel, und diese islamistischen Terroristen wollen dann ja auch in dieses Hotel rein, um dort auch Geiseln zu nehmen, weil dort bekanntlich, das ist ja dieses Taj Mahal Hotel, weil da ja auch solvente westliche Leute dort unterkommen, ja, und die wollen sie halt als Geiseln nehmen, und das sind natürlich auch Familien oder Kinder oder Schwangere mit Kind und sowas, und da wird auch erstmal richtig mit durchgepflügt, da erstmal etliche Leute einfach so weggemäht und erschossen, und Leute verstecken sich, das wird hier im Detail gezeigt, wie vor diesen wilden Typen da, die einfach nur völlig schmerzfrei da durchgehen, einfach Frauen, Kinder, alles erschießen da, wie die sich da versuchen zu verstecken, und das ist alles ganz, ganz, ganz furchtbar, finde ich, weil zum einen ja, weil das auch wirklich passiert ist, zum anderen, weil man da auch wirklich diese Gewissenlosigkeit von diesen verblendeten Attentätern, wird hier sehr gut dargestellt, die da einfach sagen, ja, hier unten ist eine Menschenansammlung, geht mal runter, werft da ein paar Granaten rein, und die halt auch so fremdbestimmt sind, und wenn man sich, ich habe mich danach auch mit dem Wikipedia-Eintrag ein bisschen beschäftigt gehabt, wo ich den gesehen hatte, da ist halt auch so, diese Hintermänner, die in Pakistan sitzen, die hat man nie gefangen. Also die sind immer noch da. Und diese jungen Leute, wo sie gesagt haben, okay, wenn ihr das macht, dann bekommen eure Familien $1,000 oder sowas. Die haben nicht mal, die Familien haben ja das Geld von diesen Terroristen bekommen dann. Und ach, das ist einfach ganz furchtbar, sowas zu sehen auch, mit welcher Brutalität da vorgegangen wird und mit welcher religiösen Verblendung, und boah, das ist eigentlich ganz, ganz schlimm irgendwie, dass es sowas überhaupt auf der Welt gibt. Und genauso, wenn man sich diese Dokumentation über Paris anguckt, da was die, das sind solche Pfeifen, also das hat nichts mehr mit Religion zu tun, das sind einfach bescheuerte Leute, die sowas machen, also Verbrecher sind das einfach. Und also der Film ist eher beklemmend, finde ich, spannend,
jetzt nicht in dem Sinne, sondern eher wirklich so eine konsequente Beklemmung, die einen wirklich die ganze Zeit nicht mehr loslässt, weil man sieht halt relativ schnell am Anfang, da sterben halt Leute, wo man dachte, okay, das ist jetzt wahrscheinlich so die Art Hauptfigur von dem Film oder der wird rauskommen oder die wird rauskommen oder sowas und nix ist dann. Also das ist wirklich völlig random, wen es da erwischt und wen nicht und auch mit wie die dann so durchgreifen. Ist ganz, ganz furchtbar, der Film. Also furchtbar in dem Sinne, das zu sehen, diesen Film, aber an sich ist es ein sehr, sehr guter Film, also sehr gut gedreht und gute Darsteller auch, die das verkörpern und ja, man dann sieht, wie das dann endet und so, wie dann so teilweise wird dann noch so, es gibt dann noch so einen leichten Nachklapp dann. Boah, ist schon Wahnsinn. Also ein echt guter Film. Also ja. so wie ich es in Erinnerung habe, ich habe den irgendwie vor einem Jahr oder so, da kam der irgendwie neu auf Blu-ray irgendwie mal raus und da hatte ich den mal geschaut gehabt. Chris, schaust du den noch oder ist das? Ja, gehört zu der Kategorie Filme, die ich auf jeden Fall dann noch schaue, weil ich erinnere da an Sergio zuletzt, den wir ja auch hatten, der auch in so eine ähnliche Richtung da schon geht. Und deswegen interessiert mich auf jeden Fall, möchte ich den auch sehen, auch von dem, was ihr jetzt gesagt habt, sowieso. Weil ich vertraue da euren Ausführungen. Na gut, also, ach so, von mir, ich weiß gar nicht, ist vielleicht zu lange her, dass ich den gesehen habe. Kate, was gibst du da so? Oh, ich hatte den schon so mit 8 bis 9 Punkten. 8,5, ja. Wo kann ich denn? Ach, hier, Hotel Mumbai, hier, finde ich den sogar in meinem Letterbox. Oh, weit unten. Im Januar habe ich den geguckt. Da habe ich 4 von 5, also es entspricht 8 von 10. Ja. Oh, bin ich ganz dabei. Also starker Film, starkes Thema, erschütterndes Thema. Ja, aber trotzdem ziemlich gut. Also sollte man gucken. Also ja. Ich habe irgendwie so eine, weiß nicht, ich beschäftige mich halt gern mit solchen Themen, um vielleicht im Hinterkopf zu haben, was ist, wenn man selber mal in so eine Lage kommt oder so, weil es gibt ja solche Spinner, gibt es ja überall auf der Welt und gerade wenn man ein bisschen unterwegs ist in der Welt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit dann doch irgendwann mal da. Ja, na gut. Aber ich glaube, so richtig viel aus dem Film kann man nicht lernen, weil es ist einfach völlig aussichtslos, was da teilweise passiert. Okay, dann nun zu etwas völlig anderem. Dem Film Good Boys, den ich auf Sky gesehen habe. Und ich hatte nur in Erinnerung, dass ich glaube, Seth Rogen hatte für den Film irgendwie Werbung gemacht oder war im Trailer zu sehen. Ich glaube, der hat ihn mitproduziert sogar, ne? Hat ihn mitproduziert. Also ich habe nirgendwo dem seinen Namen erkannt und er spielt auch nicht mit. Da wurde ja in dem Film so sinngemäß Werbung gemacht. Ja, es ist irgendwie 3 kleine Jungs sind die Hauptdarsteller, aber die dürfen ihren eigenen Film nicht sehen, weil der so geratet ist in den USA. In Deutschland ist er ab 12 freigegeben. Wir können ein bisschen besser umgehen mit irgendwelchen sprachlichen Wendungen, die den Geschlechtsverkehr betreffen. Deswegen Penis. Ach, da fallen noch ganz andere Worte. Guck, Produzent Seth Rogen. Ach so, okay, cool. Ja, man merkt dem Film auch so ein bisschen die Handschrift an. Das ist so ein, wenn ich es mal vielleicht in einem Satz zusammenfassen würde, ist so ein bisschen super bad, aber noch ein bisschen jünger. So, weil wir lernen drei Kids kennen, die gehen jetzt demnächst auf die Junior High School und sind nicht mehr auf der normalen, auf der irgendwie, also ich weiß nicht, wo ist da in den USA die Schwelle, wie alt ist man da, keine Ahnung. Ich glaube, die sind so, weiß nicht, 12, 13, keine Ahnung, so die Drehe. Und ich weiß nicht, wie das US-Schulsystem so aufgebaut ist. Auf jeden Fall, ach, hier steht's. In der Kritik steht jetzt, sechste Klasse sind die. Genau. Und der eine von denen, der hat so ein bisschen so einen Schwarm in seiner Klasse, hat schon mal verstohlene Blicke und er hat zu ihr hingeguckt und sie hat weggeguckt, dann hat sie zu ihm hingeguckt und als er zurückguckt, dann hat sie schnell weggeguckt, so das Übliche, ne? Kennt man vielleicht noch von früher, ganz früher. Auf jeden Fall gibt es dann irgendwann mal wird so eine Party angekündigt von so einem coolen Typen der Schule,
der auch die ganzen Mädchen alle am Start hat und so. Und der sorgt dann natürlich dafür, dass auf der Party es genau Mädchen und Jungs halbe halbe sind, weil es soll eine Party mit Küssen werden. Tadam! damit sie nun irgendwie da überhaupt bestehen können auf dieser Party mit Küssen, wollen sie sich natürlich vorher mal ein bisschen informieren. Und der eine kommt auf die Idee, sein Vater, der hat so einen Quadrocopter mit so einer Kamera. Und im Nachbarhaus ist so ein Mädchen, so ein großes Mädchen, wo sie sagen, das ist eine Nymphomanin, die macht da immer rum. Also in Wirklichkeit küsst sie nur ab und zu mal ihren Typen. Ne? Aber da wird halt so ständig total übertrieben, wie es halt so ist. Man hat halt keine Ahnung von nichts und reimt sich irgendwas zusammen. Und so ist es halt hier auch. Ja. Also auch wenn sie dann Sexspielzeug irgendwo finden, reimt sich zusammen, was es sein könnte. Und, na jedenfalls lassen sie dann die Drohne steigen und die Nachbarin, die ist aber gerade mit ihrer Freundin da zusammen im Garten und macht gerade mit ihrem Freund, mit dem sie immer rumgeknutscht hat, Schluss. Und in dem Moment, der Typ verschwindet, in dem Moment erkennen sie die Drohne und die stürzt dann auch noch ab und diese teure Drohne, die seinem Vater gehört, die müssen sie natürlich irgendwie wieder beschaffen und kommen dann natürlich mit den größeren Mädchen da zusammen. Und müssen also übelste Übergaben machen und Deals und sie müssen auch was beschaffen für die Mädchen. Und ja, deswegen sagte ich so, Superbad, das ist eigentlich so eine Art, ja nicht Roadtrip, weil die sind ja eher so zu Fuß unterwegs, von A nach B nach C nach D. Aber das ist halt, ich fand ihn echt lustig. Also der Film hat ein paar Watschen abgekriegt, weil in der Kritik und so, weil der ja irgendwie doch nicht so, manche haben den nicht so cool aufgenommen. Ich fand den echt lustig und sehr charmant gemacht. Da sind auch sehr viele popkulturelle Referenzen drin, irgendwie auf Stranger Things und sonst was alles. Das Ganze spielt auch in der heutigen Zeit. Also es gibt dann halt so Quadrocopter und sowas. Fühlt sich aber an wie irgendwie so ein Film aus den 90er Jahren, irgendwie so ein bisschen von der Art her. Falls ihr versteht, was ich meine. Also von der Art her, wie der Film gemacht ist, so von den, wie damals so die Filme gemacht waren, so Highschool-Filme, so ungefähr so von der Art her, wie dann so miteinander geredet wird, ist jetzt nicht so topmodern, aber alles andere ist so topmodern und was weiß ich, da sind auch so Skateboard-Sachen mit dabei und sonst was. Also da ist deutlich viel eine Seth Rogen-Handschrift zu spüren auch und deswegen, mir hat der Film Spaß gemacht. Ich fand den echt lustig, auch so viele Kommentare, die jetzt manche so als blöd abgetan haben. Ich war da irgendwann mal drin und habe dem Film einiges zugestanden und ja, im Deutschen heißt der auch Zusatztitel Nix für kleine Jungs, ist vielleicht eher was für große Jungs. Ich fand den echt lustig und der hat wirklich so auch ganz gut so diesen üblen Humor, den ich nicht mag, irgendwie kotzen und pissen und sowas, hat er gut umschifft, da war jetzt nichts dabei. Deswegen, ich fand ihn echt charmant. Ich gebe da 7,5 von 10. Bin mal gespannt, wie ihr den findet, wenn ihr sagt, oh, was ein Scheiß, was hat er uns hier empfohlen? Aber, also angucken werden wir den auf jeden Fall. Kommt auf Sky, cooler Soundtrack und so. Deswegen sag ich ja auch, der erinnert so ein bisschen an die 90er. Und ich hab den Film, ich fand die so sympathisch, die drei Jungs, die da, und es war so cool. Den wurden halt so Sachen geschrieben, die vielleicht auch gesagt hätten, aber die vielleicht immer noch schon ein bisschen leicht oben drüber waren. Ja. Also The Good, nicht The Good Boys, Vorsicht, nur Good Boys heißt der. Good Boys. Auf Sky gibt es den gerade und wahrscheinlich auch irgendwo zum bezahlten Ausleihen bei Amazon Prime wahrscheinlich, meistens wenn er auf Sky läuft. Oder bei Sky Go. Okay. Zum Thema Öffnung der Kinos hat es ja schon ein bisschen was gesagt, ne, Chris? Ich habe schon was vorgespoilert. Genau. Ich weiß, ja. Na, es geht wieder los in den Innenstadtkinos. Stuttgart geht es zumindest los. Das ist ein großer Unterschied zu manch anderem Kino in Stuttgart. Kann man jetzt sehen, wie man möchte, weil der Uferpalast in Stuttgart macht nicht mehr auf. Sie haben. Was also schon eine Überraschung ist, ne? Also ja, also ich wusste schon von längerem, dass sie da schon finanziell immer mal wieder Probleme hatten. Jetzt wird ein bisschen Corona mit reingeschoben natürlich, dass es kurz bevor es losgeht, dann heißt, okay, wir bleiben dicht, wir machen dicht. Ist natürlich hart, wenn man dran denkt, wie viele Leute dann dort arbeiten, wie viele Arbeitsplätze da wirklich auch mit dranhängen, ist das schon ein Kracher. Also von den Filmvorführern übers Personal bis zu. Ja, ich glaube, dass das schon ein ziemlicher Schlag hier ist, auch für das ganze Areal da am Nordbahnhof hinten.
Weil da hat sie auch noch Restaurants, eine Billardstube, eine was weiß ich was alles in der Ecke. Also das glaube ich schon, dass es nicht so ganz gut für die sein wird. Was mich da trotzdem und, gewundert hat, wenn ich da mal einhaken darf, das gehört ja auch zu einer Kette. Ja? Mhm. Ich meine, da ist doch halt auch so, wenn da irgendwie eins nicht läuft, dann dafür hat man ja die Kette, ja? Dass dann irgendwo das ein bisschen quer kompensiert wird oder so. Das verstehe ich auch nicht. Ja. Das und ich meine, gut, Corona, du sagst ja, Mitarbeiter, ja, klar, die haben viele Mitarbeiter, aber ich bin da tatsächlich ein paar Mal gewesen, weil das ist rein von der Distanz her bei mir fast das nächste richtig große Multiplex. Da kann ich schön mit der Bahn reinfahren, muss kein Auto nehmen. Und da war ich ja in Star Wars und in Godzilla. Und da arbeiten oder haben fast nur Studenten gearbeitet. Und ich meine, dass die in der Corona-Zeit jetzt wahrscheinlich nicht weiter bezahlt werden, das glaube ich, weil das sind so Aushilfskräfte. Was haben die da für großartig, also ich glaube Mitarbeiter, haben die nicht so wahnsinnig viele gehabt dort am Standort? Kenne ich mich jetzt aber nicht so aus. Auf jeden Fall hatten die ja, ich glaube irgendwie 12 Säle oder so und wahnsinnig viele Sitzplätze. Und also das ausgerechnet das, ich hätte ja eher gedacht, dass irgend so ein kleineres sagt, okay, wir streichen die Segel oder so. Das schaffen wir jetzt nicht mehr, irgendein kleines Independent-Kino oder so, wie es Corso und Feihing oder sowas. Ne? Das Delphi. Ja, die ganzen kleinen. Aber das jetzt das Große, was zu einer Kette gehört, ja, wo ich sage, okay, wenn das wirklich in Schieflage gerät, ja, dann dafür ist man ja in der Kette, dass irgendwie die anderen einspringen. Verstehe ich nicht. Ja, gut, aber es soll ja nicht unser Thema, glaube ich, groß sein, sondern einfach nur vom Cinemax weiß ich noch nichts, ob das wieder aufmacht. Weißt du da was? Na, wir haben ja zwei Cinemax, ne? Liederhalle und Sindelfingen, Essenzentrum. Ja. Habe ich auch noch nichts gehört, aber das wäre ja genau dasselbe. Also, das glaube ich. Also, das weiß ich auch nicht. Aber krass finde ich halt, dass. Ja? Ja? Ja, Entschuldigung. Nee, krass finde ich jetzt halt, dass zum Beispiel jetzt andere Kinos sogar von dieser Schließung profitieren. Also nicht nur von den Besuchern, die dann zu ihnen kommen, sondern auch von Filmen, die sie einkaufen können. Weil zum Beispiel war das UFA, das Kino, was zum Beispiel jetzt unsere türkischen Mitbewohner oder mit Kinogänger haben häufigsten bevorzugt haben, weil da diese ganzen türkischen Filme liefen. Ja, ich weiß es ja selber, ich habe selber im Kino im Filmverleih gearbeitet und wir haben teilweise damals die türkischen Filme gar nicht erst irgendwo versucht, zum Beispiel im Metropol oder in den Innenstadtkinos zu setzen, weil die es nicht gespielt hätten. Und da war immer erster Anlaufpunkt das UFA und das UFA hat alle genommen und haben die zu tollen Zeiten gespielt und lang gespielt. Und das geht, also dieser Anlaufpunkt für die türkischen Filme geht verloren, werden aber allerdings den anderen Kinos jetzt auch wahrscheinlich die Türen eher geöffnet, das auch in ihr Repertoire aufzunehmen. Das ist einerseits gut und andererseits echt krass, weil wie gesagt, das UFA hatte dadurch schon so seine, weiß ich nicht wie viele tausend Besucher, allein durch die türkischen Filme. Wundert mich eigentlich sowieso, dass es kein Kino gibt, wo jetzt nur türkische Filme laufen. In Stuttgart würde sich das, glaube ich, lohnen. Gibt es ja eine große Community. Ja, ja. Vielleicht bist du ja eigentlich schon in dieser Pressemitteilung stand ja irgendwie drin, dass an dem Standort kein Kino weiter betrieben wird. Ja, ja, wird erstmal wohl keins reinkommen. Also, das wundert mich natürlich auch. Wenn ich jetzt irgendwie ein türkischer Kinomogul wäre, würde ich einfach die Bude kaufen und da einfach komplett ein Kino draus machen oder so. Ja, ich frage mich halt, was sollen sie denn sonst mit ihm machen? Die haben da wie viel Kinosäle mit Technik und Leinwand und so? Wer kauft denn so ein Gebäude und macht dann da, was weiß ich, Bürogebäude draus? Das ist ja, ist ja prädestiniert, dass da wieder ein Kinobesitzer reingeht. Na du, ich sag mal so, die Büroflächen, die Preise, boah, die sind wahnsinnig gestiegen in Stuttgart. Ich glaube, das lohnt sich sogar, wenn du das Ding umbaust und da. Echt? Also es lohnt sich richtig. Und da hast du sofort, wenn du die Flächen vielleicht verkaufst und oben noch irgendwie Penthouse drauf und so ein bisschen höher bauen. Keine Ahnung. Mhm. Also gerade in dem Bereich, wenn dann davor die Gleise wegkommen wegen Stuttgart 21, dann hast du da top. Ich weiß nicht. Aber wundert mich, die haben ja in ihrer Pressemitteilung geschrieben, dass das der Traumpalast wird die Gutscheine übernehmen. Vom UFA-Palast. Hätte ich eigentlich fast gehofft, dass da vielleicht der Traumpalast dann reingeht oder so, dass sie das noch mit betreiben. Aber naja, mal schauen.
Genau, so, jetzt ganz kurz, ich habe nebenher geschaut beim Cinemax, da seit 21.05. haben die in Dresden, Kiel und Offenbach wieder offen, 28.05. dann Halle und Magdeburg und seit dem 30.05. Bielefeld, Essen, Hamburg, Hamm, Krefeld, Mülheim und Wuppertal. Also Stuttgart steht da noch nicht auf der Liste, da bin ich mal gespannt. Und für alle zur Beruhigung, im Kino drinne gibt es keine Maskenpflicht. Nur beim Betreten des Saals und wenn man zur Reihe geht, aber wenn man dann auf seinem Platz sitzt, darf man die Maske abnehmen. Okay. Mhm. Und ich denke mal, das wird dann auch für unsere heißgeliebten Innenstadtkinos gelten. Die machen nämlich auf ab Donnerstag wieder. Ab kommende Donnerstag, also ab dem 4. Juni, 4.6. sind die Innenstadtkinos Stuttgart wieder da. Und zwar das Metropol ist dann wieder offen. Und dann, wie gesagt, sind wir mal gespannt, was da erstens anläuft, was da kommt und ob es dann tatsächlich wieder eine Sneak geben wird ab Montag. Ich habe. Ich möchte nichts ausschließen. Sagen wir es doch mal so. Ja, wäre so toll. Schauen, da würde ich mir auch. Also, ich habe ja. Ja, weil wenn man ins Kinoprogramm nämlich der Innenstadtkinos reinguckt, am 17.06., also 17. Juni, da steht schon drin Color Out of Space vom Weird Wednesday. Also wenn man den Weird Wednesday wieder startet mit einem Nicolas Cage Film, dann ja. Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Jetzt warten wir mal ab. Halt, oh bitte, lasst nicht den Nicolas Cage Film, den ersten Film sein, der da jetzt wieder läuft. Nein. Der läuft ja schon am Weird Wednesday. Okay. Also deswegen, wir peilen jetzt mal hier ganz groß den 8. Juni an. Oh, und das ist toll. Ich glaube, wir würden uns alle ein wenig freuen, wenn auch hier wieder ein Stück Normalität zurückkehrt. Natürlich unter den Voraussetzungen, dass keiner irgendwie gefährdet ist oder krank ist. Man muss ja auch nicht hingehen, wenn man nicht möchte. Aber jetzt mal, wie gesagt, gucken. Klar, jetzt kommt der Sommer, jetzt sind die Filme wahrscheinlich eh wieder zurückgestellt. Aber wenn man mal dran denkt auch, dass so viele Leute plötzlich ins Autokino gerannt sind. Also ich glaube, gerade Convestheim hat da echt Geld gemacht. Die haben natürlich jetzt ganz viel Konkurrenz plötzlich bekommen, weil nach dem Motto, wir stampfen jetzt mal aus dem Boden ein Autokino raus. Kann man machen. Ist gemein, aber so ist halt die Welt. Also ich wünsche natürlich hier Convestheim im Autokino, dass da auch weiterhin ganz arg viele Leute hingehen, weil es echt großartig ist. Es ist einfach eine tolle Sache. Aber hey, wenn die Innenstadtkinos wieder offen haben, dann ist ja wohl klar, dass wir als Cineasten, obwohl es immer wieder heißt, Kino wird wahrscheinlich auf kurz oder lang doch sterben, ich glaube es immer noch nicht, weil wenn ich dran denke, ein neuer Star Wars Film kommt oder ein neuer Marvel Film kommt, so ein pompöser, und den dann daheim auf Premiere auf dem Fernseher zu schauen, ist glaube ich nicht dasselbe wie in einem dunklen Kinosaal mit Riesenleinwand, aber das ist meine Sache. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das stimmt wohl. Wobei wir, das sind natürlich dann die falschen Ansprechpartner, weil wir mögen ja das Kino sehr. Und, aber ich glaube, wenn man so in andere Kulturkreise, ich nehme jetzt mal Frankreich oder so, da ist halt auch Kino ganz anders verankert. Da wird viel öfter ins Kino gegangen, da lässt man lieber mal zu Hause den Fernseher aus und geht irgendwie einmal mehr die Woche ins Kino oder so. Das ist irgendwie ganz anders und ja, mal sehen, wie sich das dann auch, wir reden ja jetzt von unserer Generation noch, ihr seid noch ein bisschen jünger als ich, aber sag mal, guck mal die ganzen ganz Jungen an, die dann überhaupt kaum noch irgendwie einen Draht haben, die eigentlich fast nur noch YouTube und Netflix gucken. Das wird interessant sein, was da passiert. Aber gut, das ist jetzt eine philosophische Diskussion. Was ich nur anmerken wollte, ich habe von einer Quelle, ich nenne jetzt mal den Namen jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, ob das okay ist, wenn ich die News so weitergebe. Ich habe gehört, dass ein großer Filmverleiher, Warner oder so, hat wohl die Preise für seinen ganzen Katalog extrem gesenkt, jetzt für den Restart, sodass man wirklich die Möglichkeit hat, also Klassiker von Warner, also zum Beispiel Matrix oder sowas, jetzt nochmal ins Kino zu bringen, für ganz wenig Geld. Und das wäre natürlich auch geil. Ich glaube, da würde ich auch nochmal irgendwie so, jetzt nicht gerade hier so die Herr der Ringe oder so. Obwohl, aber Matrix nochmal im Kino? Ja, auch nicht gerade so als Triple-Feature, so, wenn ich wirklich nur den ersten nochmal gucken könnte oder so. Oder viele haben ja vielleicht auch diese ganzen Sachen, die so um die Jahrtausendwende rauskamen, die richtig geilen Dinger, irgendwie noch gar nicht im Kino gesehen. Ich hatte auch lange Zeit damals diesen Film Blade Runner, was mein Lieblingsfilm war und ist, gar nicht im Kino gesehen, weil als der damals lief, mit der Erstausstrahlung, da konnte ich nicht in den Film reingehen und
dann später gab es den halt nur noch auf VHS und Blu-ray und später dann. Und dann kam der ja irgendwann nochmal ins Kino und ich bin natürlich gleich ein paar Mal reingegangen. Ja, vielleicht gibt es da jetzt auch welche, die, vielleicht machen ja die anderen Filmverleiher dann auch mit. Vielleicht auch so ein bisschen so ein kleiner Hinweis so vielleicht an die deutschen Filmverleiher. Es gibt ja auch viele gute deutsche Filme, wo man vielleicht mal ein bisschen nochmal ins Kino bringen. Jetzt haben wir uns ganz verzettelt hier. Haben wir noch hier Serien. Serie. Serie. Chris hat eine neue Serie angefangen. Ja, Space Force. Eine neu gegründete Einheit, eine neu gegründete Dingsen in den USA, analog zur Air Force und zur Army und zur, nicht zur Küstenwache. Nicht zur Küstenwache, genau. Ja, nicht die Küstenwache. Hauptdarsteller Steve Carell als General Mark R. Naird. Mit Ben Schwartz, mit John Malkovich, ganz arg wichtig, John Malkovich, ich liebe John Malkovich, oh mein Gott, ich mag den so unfassbar und der spielt so unfassbar lustig und gut in dieser Serie. Lisa Kudrow, die kennen wir aus Friends, als Phoebe aus Friends, spielt mit. Ganz arg viele andere berühmte oder bekannte Gesichter, einfach auch noch, die mal eine Nase reinhängen. Jane Lynch zum Beispiel ist da noch genannt. Also richtig, richtig coole Produktion. Jimmy O. Wang, den kennen wir woher? Keine Ahnung. Silicon Valley, vielen Dank, ja. Jimmy O. Wang, wer spielt den da? Ja. Was spielt er da? Yang. Jin Yang. Ach, Jin Yang, sagt er gleich. Jin Yang. Entschuldigung. Jin Yang. Ja. Hey, Jin Yang. Ich hab. Schon ist vorbei. Hier, schon ist schon Erik geschehen. Also, und ich es geht darum, gar nicht da, wo Jin Yang kommt. Wenn ich da gewesen wäre, hätte es mir vielleicht besser gefallen. Der kommt doch schon in der ersten Folge. Echt? Ja, aber noch nicht da, wo ich bin. Ich habe die erste Folge noch nicht zu Ende geguckt. Ach, du gute Güte. Schäm dich. Ja, ich habe Zeit, das Zeitproblem. Bahua, Bahama, come on, Freddy Mama. Es ist großartig. Also, ich habe den Trailer damals gesehen, den hatte Erik rübergeschickt. Da habe ich gedacht, okay, das könnte echt witzig werden. Ich finde es jetzt schon richtig cool. Und zwar ist es nicht, weil es so Pipi-Kaka-Humor ist, sondern es ist so ein Steve Carell-Humor auf eine richtig gute Art und Weise. Der hat da auch damit produziert und alles. Und Ziel ist es, dass die USA zurück auf dem Mond landet. Boots on the Moon. Und Boots on the Moon, genau. Weil der bis nächsten Monat, oder wie war das? Ja, genau. Ja, ihr seht, worum es geht. Also man ist relativ schnell. Und das Schlimme an dieser Serie ist, dass es nicht so abwegig ist. Das könnte tatsächlich hier einem aktuellen US-Präsidenten tatsächlich auch so in den Sinn kommen, den Mond jetzt zu besetzen. Dann schwirrt zum Beispiel noch irgendeine Trägerrakete, wo keiner genau wusste, so, hey, was macht denn die dran? Und dann gucken sie, was ist denn da drin? Warum sind da Waffen drin? Ja, damit wir sicherstellen können, dass diese Gewehre auch auf dem Mond, wenn wir da irgendwie eine Ballerei haben, auch funktionieren. Und es ist so ein Stück weit einfach auf, es ist so einfach skurril. Es ist komplett skurril, weil es in dieser Art vielleicht nicht so so hoppla die hoppel lustig ist, aber es könnte auf diese Art wirklich passieren, meiner Meinung nach. Und deswegen Space Force. Ich habe jetzt die ersten 3 oder 4 Folgen, haben wir jetzt schon intus. Ich werde das jetzt wahrscheinlich durchbingen vor uns übers Wochenende, mal gucken. Es macht so Spaß. Also mir macht es wirklich so Spaß, weil die Charaktere einfach so großartig sind. Und dann halt John Malkovich als Dr. Adrian Mallory einfach so gut. Ich finde ihn so gut und und auch alles, was da passiert und mit den Chinesen und mit Schimpansen im Weltall, ohne jetzt schon zu viel zu verraten. Also Erik, du kannst dich auf Schimpansen und Chinesen freuen. Jin Yang. Hi, Jin Yang. Und einen russischen Spion natürlich auch. Aber wir sind ja alle zusammen und ja. Oh. Großartig. I have not copied your site. Ja, okay, du hast auch mitgeguckt, höre ich daraus. Ja. Und ich muss sagen, ich giggle mich auch halbe kaputt dabei. Also das sind teilweise so absolute Situationskomik und das liebe ich ja. Weißt du, die Serie nimmt sich tatsächlich relativ ernst,
hat aber dann immer wieder so Momente, wo du denkst, hat er nicht gesagt. Und das ist halt das Erschreckende, weil das könnte halt, sorry, die nennen natürlich keine Namen, die sagen immer nur unser Präsident oder der Präsident wünscht und will das hat so. Hat getwittert. Und hat getwittert, der Präsident ja, hat und, getwittert, die Verordnung kommt dann in 3 Minuten. Das ist so, also, und das ist so, natürlich nehmen die damit Trump auf die Schippe, ganz klar, wen auch sonst, ja, weil nur einem Trump würde so ein hirnverbrannter Idiot ist, also was Hirnverbranntes in den Sinn kommen. Ich so, halte mich jetzt hier mal völlig der Meinung, es ist ja alles justiziabel hier. Also, selbstverständlich. aber das, also, urkomisch. Also ich sitze hier auf dem Sofa und gucke nebenher auf meinem Handy was an, einfach nur so, weil ich auf nebenher was mache. Und dann fange ich an zu lachen. Und dann kriegst du, lachst du wegen deinem Handy oder wegen der Serie? Ich so, wegen der Serie. Weil einfach wirklich urkomisch. Also so kleine Momente, wo ich einfach nur denke, fuck. Ja. Ja, wie gesagt, erste Folge war schon ein paar lustige Szenen drin, fand ich. War jetzt auch noch nicht so der große Wurf bis dahin, wo ich geschaut habe, aber ich werde es auf jeden Fall noch. Guck mal weiter, lass ich wusste drauf nicht, ein. Dass wir da heute schon drüber reden, weil das schon drin gestanden hätte, hätte ich es noch zu Ende geguckt, die erste Folge. Aber dann war die volle Stunde rum und ich musste Fastnacht machen. Naja. Okay, bis nächste Woche habe ich da auch ein bisschen weitergeguckt. Ja, für alle, die... Ich hätte noch eine ganz kurze Serie, die nicht im Dokument steht, nur mir ist jetzt gerade eingefallen. Das geht jetzt nicht mehr. Okay, doch, dann nee, nächste sag's. Woche. Was hast du denn? Ich hab die Serie auf Apple TV Plus fertig geguckt und zwar mit Chris Evans. Also mit quasi mit Captain America. Und zwar heißt die im Deutschen Verschwiegen. Englisches Original ist Defending Jacob. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Ende. Aber grundsätzlich ist es eine sehr, sehr gute Serie. Es geht um eine Familie, deren Sohn wird verdächtigt, einen Mord begangen zu haben. Und tatsächlich ist es so, dass man bis zum Schluss nicht weiß, ob es war oder nicht. Weil er ist schon ein seltsamer kleiner junger Mann. Hat auch so ein bisschen Tendenzen, so ein bisschen, nicht Autismus, sondern eher so ein bisschen Asperger. Kann sich so schlecht äußern und ist sehr zurückgezogen. Und man würde es ihm zutrauen, aber andererseits sagt er immer, er war es nicht. Also sehr versponnen, diese Serie. Also man muss so ein bisschen mitkommen. Was da alles auf den Tisch gelegt wird und welche Beweise vorliegen und welche eben nur Vermutungen sind und so. Und das eben zusammen, und sein Vater wird halt gespielt von Chris Evans. Das ist eine richtig, richtig gute Serie. Ist wieder mal so eine Mitdenk-Serie von Apple TV Plus und deswegen möchte ich die noch empfehlen. Okay. Gibt 8 Episoden. Oder 7? Nee, ich 8, glaube ich. Ich bin jetzt mit diesen ganzen Streaming-Services, das ist einfach zu viel da. Und nein! Da überall reinzugucken, immer da was Neues gibt. Naja, wir haben ja für Fortsetzung folgt, waren ein paar Hausaufgaben. Wir nehmen am Dienstag auf. Ich werde schon mal teasern, was für Serien dran kommt. Ja. Für die es interessiert. Einmal, es sind alles Netflix-Serien. Eine heißt Im Sumpf, eine heißt Black Spot und eine heißt Into the Night. So, eine fand ich richtig gut, eine fand ich so lala und eine fand ich scheiße. Wenn ihr wissen wollt, welche was ist, dann müsst ihr in die nächste Folge von Fortsetzung folgt.net reinhören. Und wir kommen dann jetzt so langsam aus sicher mal. Eigentlich müssen wir die Rätselecke erstmal vor Musik machen. Das ist irgendwie so thematisch, aber gut, hier machen wir erstmal Musik. Neu. Das war der. Music. Das war der. So. Musiker! Musiker! Kate, bist einmal im Redefluss. Ja, ich war der letzte Mal wieder auf Grey's Anatomy unterwegs und man kann Grey's Anatomy nicht ohne einen Song hören und diesen Song liebe ich. Also nicht nur wegen Grey's Anatomy, aber ich liebe diesen Song einfach und da ich wieder drüber gestolpert bin, muss ich Snow Patrol Chasing Cars sehr schöner Song. Empfehlen. Sehr, sehr toller Song. Hörst du eigentlich SWR 3 Songs und ihre Geschichte? Manchmal, ja. Yeah. Sehr, sehr schöner Podcast. Da haben sie auch über dieses Lied einen Beitrag. Die gehen ja immer nur so 3 Minuten oder so, die Folgen, ne? Mhm. Musst du dir mal anhören von. Ja. Gibt's auf Spotify, oder? Ich hab's den so Podcast? Über den Stream. Also im normalen so. iTunes ist das drin, SWR 3, Songs und ihre Geschichte. Und da musst du dir mal die Folge mit Snow Patrol Chasing Cars.
Mhm. Also so in a nutshell, die haben da das rausgebracht und so, das lief alles so mehr schlecht als recht und irgendwie kam das dann plötzlich in der Serie, also haben die sich das da gesichert für die Serie, mit einmal gingen die Verkäufe von dem Ding ab und die haben irgendwie gar nicht mehr so richtig den Querverweis gezogen, dass ja die Serie, dass sie für die Serie das Lied ja freigegeben haben und haben sich total, was ein auch sehr schöner Song ist von Snow Patrol ist Run, den mag ich auch sehr gern, der baut sich so langsam auf. Chris, was hast du? Ich habe ganz brandneue, eine ganz, ganz brandneue Sache von LA Vision oder La Vision. Also ich glaube, es ist LA Vision und Gigi D'Agostino, Hollywood. Ist das hier James Brown is dead? Ach nee, es war LA Dead oder nee, wie hieß das? LA Style. Nee, LA Style war das, ne? Kennst du das noch? Aus den 90er Techno. Oh, ja. Das ist was Neues von Gigi D'Agostino, da muss ich nachher gleich mal reinhören. Das ist bestimmt was für meine... Ah, bist du auch so ein Gigi D'Agostino-Fan? Ah, klar, alles damals. La Passion und bla 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 und Witz. So. Oh. Habe ich auch sehr viel in meiner Lauf-Playlist drin, weil das echt geile Sachen sind fürs Laufen. Habe ich damals im Auto rauf und runter gehört, richtig laut. Gigi D'Agostino war mal in Gera, einer der wenigen Künstler, die in Gera aufgetreten sind. In der Pandorf-Halle für those who know. Also, das ist wirklich... ja, Pandorf-Halle, Gera. Erwin Pandorf-Halle. Genau, das war cool damals. Ja, ich habe von Tupac All Eyes on Me, weil ich habe das letztens wieder gehört und habe gemerkt, oh, früher habe ich so viel Tupac gehört, auf und runter und vor und zurück. Und ist einfach ein geiler Song. Jawohl. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich freue mich schon richtig. Habe schon heute, wo ich gedacht habe, darf ich wieder miträtseln. Rätselecke. Freue ich mich richtig auf das Rätsel, was jetzt kommt. Echt, du freust dich aufs Rätsel? Ja, ich habe schon den ganzen Tag. Okay, jetzt gibt es wieder was zum Raten. Heute darf ich mitraten. Ja, ich bin mal gespannt. Und zwar, Regeln sind wie immer bekannt. Ihr dürft Fragen stellen mit Ja und Nein, die ich dann antworte mit entweder Ja und dann darf man nochmal fragen oder mit Nein. Das heißt, für Kate nochmal die Regeln, ganz klar, wenn jemand ich darf nicht kommt, dann darf der nochmal fragen. Du darfst aber anfangen, wenn du möchtest. Ja, alles gut. Und zwar geht es heute, und ich habe echt die Befürchtung, dass der Erik das gleich schon weiß, aber mal gucken. Heute geht es nämlich um Star Wars. Und zwar? Ich habe ein Lichtschwert, ein neues, habe ich schon erzählt. Ja, hast du gesehen. Du hast in Instagram in die Kamera gehalten. Darf ich kurz eine Story dazu erzählen? Ja, also vielleicht ganz kurz, wenn jemand sehen möchte, wie der Erik sein Lichtschwert in die Kamera hält. Instagram, @Kinocast, die Story. Instagram, ja, Instagram einschalten. Nee, ich erzähl's nach dem Rätsel. Mach erstmal den Rätsel. Nein, jetzt erzähl doch. Ich krieg letzte Woche, wann war das, der Feiertag? War das letzte Woche, vorletzte Woche? Krieg ich am Feiertag einen Anruf. Morgen. Nee, krieg ich am Feiertag einen Anruf, so, ja irgendwie DHL-Paketzentrum, irgendwas, irgendwie. Und dann plötzlich war die Verbindung weg. Dachte ich, was ist denn jetzt los? Zurückgerufen, krieg ich nur eine Bandansage. Dachte ich, okay, keine Ahnung. Okay, krieg ich ein paar Tage später wieder einen Anruf von derselben Nummer. Ja, wir haben hier ein Paket für Sie aus Hongkong hier. Was ist denn das? Sag ich, Moment mal, ich bestelle sehr viel. Ich muss erst mal gucken, was ich bestellt habe, was da passen könnte. Und habe ich so nachgeguckt, so habe ich gesagt, ja, könnte ein Lichtschwert sein. Ist für meinen Sohn. er so, ja. Erzählen Sie mal, können Sie mal hier die Rechnung wegen den Zollgebühren und so weiter. Ich sage, ja, ich such's mal raus. Genau. Ja, und das läuft nämlich jetzt so, man muss nicht mehr auf das lokale Zollamt gehen und da die Zollgebühr entrichten, sondern das macht jetzt DHL direkt. Und man muss dafür für diesen Service, dass man da nicht mehr hin muss, muss man eine schlappe irgendwie 22 Euro bezahlen. Zusätzlich zu den Zollgebühren, was das ganze Ding jetzt relativ teuer gemacht hat eigentlich. Aber es ist geil. Das nur dazu. Oha. Ist aber echt cool mit Metallgriff und so. Und da ist halt viel Elektronik drin in dem Metallgriff. Also noch so Sound und so weiter. Und deswegen sah das wahrscheinlich ein bisschen komisch aus da. Im Röntgen. Sieht voll geil aus, das ist das Problem. Ich bring's zur nächsten Star Wars Premiere mit. So, naja, jetzt. Du kannst mal sagen, wo du das bestellt hast. Das ist viel jetzt interessanter. Jetzt komm, bitte das Rätsel. Gerätselt. Das Rätsel. Also, das Rätsel. Und zwar, bei Star Wars gibt's ja nicht nur Unmengen Charaktere und eine unglaublich schöne Welt, sondern es gibt auch Unmengen von Sounds in Star Wars. Und einen ganz speziellen Sound haben ja auch die TIE Fighter. Meine Frage ist jetzt an euch beide, aus welchen zwei Soundelementen setzt sich das Motorengeräusch eines TIE Fighters zusammen? Oh, das habe ich da letzt erst gelesen. Ich habe es auch gelesen. Ich weiß es sogar, glaube ich. Echt? Ja. Dann sag's.
bin entsetzt. Na, willst du nicht erst fragen? Du bist ja erst dran gekommen. Ich weiß es, aber ich komme nicht drauf. Ich habe es erst gelesen und ich stehe jetzt voll auf dem Schlauch. Erik, sag du. Ich glaube, das war eine Schildkröte beim Kopulationsakt und irgendwie in den Nashorn oder sowas. Genau! Nein, falsch. Beide falsch. Aber irgendwas ist eine Schildkröte beim Kopulationsakt. Beide falsch. Beide Tiere. Beide falsch. Beides falsch. ist ja. Ein Tier, was in Afrika wohnt. Du willst die Tiere wissen, ja. Die zwei, ja? Das ist die Lösung, oder? Was ist was? Du willst die Tiere wissen, das ist die Lösung, ja? Oder? Die Frage ist, aus welchen zwei Soundelementen setzt sich das? Ich habe nicht gesagt, dass das Tiere sind. Aber das waren aber doch Tiere. Aber sind es Tiere? Nein. Nur eins aber, davon. Als Tiere. Aber nur eins davon. Eins davon, ja. Also so weit helfe ich euch aber, jetzt. Stimmt, aber warte mal, glaube ich, Erik, die Schildkröten sind, glaube ich, nicht die, das sind, glaube ich, das Flugzeug von Kylo ist, glaube ich, die Schildkröte. Das kann nicht sein. Nicht der TIE Fighter. Das hilft uns jetzt nicht weiter, merkst du? warte mal, wie geht das Geräusch? Also es geht um einen X-Wing. Nein, nee, es geht um einen TIE Fighter. TIE Fighter. Dieses. Okay. Meinst du doch diesen Sound, der eigentlich gar nicht im Weltraum ist? Weil ja. Der ist ja kein Sound. Ja. Oh ja, ach komm. Oh ja, oh ja. Ach komm. Aber ach, wenn komm. Es ein Geräusch machen würde, würde es dieses Geräusch machen. Da sind wir uns alle einig. Wenn er auf Endor in der Atmosphäre fliegt, macht er dieses Geräusch. Genau. Genau. Das ist jetzt schwierig. Ist es ein herkömmliches Geräusch, das wir jeder zu Hause haben können? Ist ein Küchengerät? Moment. Ja oder nein, hallo? Ja. Ja, super, dass ihr euch beides von die Regeln haltet. Ich gehe davon aus, dass du ja sagst bei der Kane, dann frage ich weiter, ist es ein Küchengerät? Achso, ja, aber dann ist ja gar nicht dran. Stimmt, ja. Dann ja. Nimm du bitte die Frage. Ja. Völliges also, Chaos hier, mein Gott. Können wir einen Teil dieses Geräusches zu Hause nachmachen mit den Geräten, die wir haben? Ja. Ist es ein Küchengerät? Nein. Ist es ein Werkzeug, also ein, sag mal, was man so üblicherweise in der Werkzeugkiste oder sowas, oder? Nein. Bohrmaschine oder so, nee. Ist es des An- oder Ausmach-Sound eines Fernsehers? Nein. Moment mal, wenn es kein Küchengerät ist, ist es was im Bad benutzt wird? Nein. So ein Föhn oder sowas? Nee. Nein. Ist es was im Schlafzimmer benutzt wird? Nein. Ich war gar nicht dran. Ist egal, ich hätte es auch gefragt. Ja. Ist es etwas, was man im Garten benutzt? Also eine Heckenschere oder sowas in der Art? Nein. Aber ich hab's zu Hause. Haben wir das? Ja. Hm. Jeder von uns. Also von uns dreien hier sogar hat's jeder. Also Bad, da gehört auch elektrische Zahnbürste und sowas dazu, ne? Nur mal so als... Ja, und bei uns gehört okay. auch die Playstation oder so dazu. Ist es so ein übliches Haushaltsgerät wie ein Staubsauger? Moment, die Frage war, habt ihr das zu Hause? Ja, habt ihr. Ist es ein Haushaltsgerät? Nein, es ist kein Haushaltsgerät. Nein, ist es nicht. Es ist kein Haushaltsgerät. Es ist kein Haushaltsgerät. Aber wir haben das zu Hause. Es ist ein Laptop. Nein. Also ist es irgendwas, was eigentlich jetzt nicht in seinem üblichen Betrieb diesen Sound erzeugt, aber halt durch eine bestimmte Bewegung, zum Beispiel, wenn man ein Fenster öffnet und es quietscht dann oder die Tür oder sowas? Oder wenn man ein Brett über oder mit Fingernägeln über die Tafel zieht oder sowas? Nein. Es ist kein Tür öffnen. Nein. Gott. Ich find's großartig. Ich glaube, du musst uns ein bisschen helfen, Chris. Okay, lass mich überlegen, wie helfe ich euch am besten? Es ist nicht in der Wohnung. Ihr habt es zu Hause, aber es steht nicht in der Wohnung. Es ist ein Auto. Ja. Aha. Das ist der
das Geräusch eines speziellen Motors? Nein. Das Bremsen. Ja, wäre ich jetzt auch gefragt. Oder so ein Reifen, durchdrehender Reifen. Das Quietschen. Nein, nah dran, aber nein. Beschleunigen von einem Auto. Nein. Oder runterbremsen. Nein, das Bewegungsgeräusch nicht. Des Autos. Ja, aber was für eine Bewegung? Beschleunigung. Nein. Abbremsen. Kurven trifft. Nein. Hi. Also das Auto kann nicht mehr viel als fahren und bremsen und in so, die Kurve fahren. Legen. Okay, es fährt. Es beschleunigt, es fährt. Ja, Windgeräusche ja. Oder was? Die Windgeräusche. Nee, keine Windgeräusche. Einfach das Geräusch, was ein Auto beim Fahren macht. Im Auto. Geräusch, das das Auto beim Fahren macht, ja. Okay. Muss man das noch weiter eingrenzen? Ja, es, ja. Oder kommen wir dann schon zu dem Tier? Nee, es wäre schon noch schön, wenn man das eingrenzen kann. Also ist, wir wissen jetzt schon mal, es ist ein Auto, das fährt. Boah, jetzt kommen wir doch jetzt nicht weiter. Das Auto, das fährt. Soll ich den Teil schon mal lösen? Ja, löse mal. Ja. Okay, es ist ein Teil des Geräuschs ist ein Auto, das über nassen Untergrund fährt. Ach, ne, da wären wir jetzt nicht drauf gekommen. Gott. Nee. Und das andere ist ein Tier. Ja. Das andere ist doch ein Tier. Also was hatte ich gesagt? Schildkröte und Nashorn. Aber das war doch irgendein großes beides Viech. Es muss doch irgendwas sein. Ein großes Tier. Es muss doch irgendwas sein, was so irgendwie so. Könnt ihr euch jetzt mal langsam entscheiden? Es ist ein großes Tier. Elefant, Giraffe, Nilpferd. Sagst du irgendwann mal, wenn es richtig dabei ist? Ja, ich komme ja nicht mal. Ich habe ja noch nicht mal die Antwort auf die große Tierfrage ach so. Gekriegt. Es war irgendwas Großes, das habe ich in Erinnerung. Okay. Ja. Ich hatte ja gesagt Nashorn. Das war es ja nicht. Nein. Aber es ist ein großes Tier. Immer noch, ja. Und es ist, macht das Tier ein natürliches Geräusch oder ist es eher was beim Sex entsteht? Ist Sex nicht natürlich? Eine Oder-Frage ist ja schlecht. Muss ja nicht das im mit Tierreich, ja oder nein. Weil das ist ja, im Tierreich ist das ja rein. Ja, es ist ein normales Geräusch. Okay. Ist es ein Elefant? Ja. Hey. Es ist ein Elefant, der trötet. Haben wir es jetzt oder fehlt da noch irgendeine? Ja, es ist tatsächlich das Tröten eines Elefantes. Er im Wasser steht bei Regen oder was? Oder nein, es ist der Mix aus einem fahrenden Auto über Wasser, also nasse Fahrbahn, und das Brüllen eines Elefanten. Das zusammengemixt und ein bisschen gepitcht, dann gibt es den Sound des TIE Fighters. So, und jetzt wisst ihr auch, warum es für Sound Editing auch Preise gibt. Oscar gibt, weil das nämlich gar nicht so einfach ist. Oh Gott, hat die Kate das gelöst. War hart. Das nächste Mal die Kate wieder dran. Ja. Oh Gott. Okay. Das war hart, ne? Super. Das war jetzt auch sehr interessant für die Hörer, dieser Werdegang hier. Nein, ich hoffe, alle hatten Spaß. Und ich denke mal, dann sind wir soweit durch für heute. Ja. Liebe Hörer, wenn ihr ein cooles Rätsel habt vielleicht, wo ihr sagt, hey, hier... dieses nächste Mal ist die Kate dran, schickt es einfach an kate@kinocast.net. Genau, vielleicht nimmt sie ja was davon. Jo. Ansonsten euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche dann. Sehr tschüss. Gerne. Ciao. Bis dann. Ciao. Bis bald im Kinocast.